Es gibt zurzeit wieder ganz viel Gejammer über nicht laufende Spots und Gewässer. Geht's dir auch so? Dann ab zur Sura mit ganz einfachem Setup. Die dicken Dinger rausziehen. Also, let's fetz. Ich stand ja vor kurzem schon hier an der Sura mit einem ähnlichen Setup bzw. mit den gleichen Ködern. Pop-Up-Montage und simplen Kaviar. Kaviar, Mais und nichts anderes dran. Und ich habe hier gerade die Nacht über getestet. Und jetzt haben wir halt den Vormittag schon durchgetestet. Und ich habe gerade eben die erste Veränderung gemacht. Und zwar habe ich vom 1er Haken auf den 1-0er Haken umgestellt. Und das, ja, sind die Ergebnisse. Ich schaue mal eben kurz in den Kescher rein. So sieht es aus. Also, hier haben wir die Morgenstunden sozusagen. Dann war hier auf einmal ein kleiner Umschwung. Warum und was auch immer. Es war wettermäßig ähnlich. Es ist vielleicht nur die Temperatur gewesen. Auf einmal kamen ein paar Marmorkarpfen rein. Und jetzt geht es gerade wieder los in Richtung Schubi. Und ja, ab hier, ab dem 8 Kilo, habe ich einen 1-0er Haken verwendet. 2-0er ist wahrscheinlich auch noch eine gute Idee. Könnte man bestimmt auch noch machen. Ich habe einfach angefangen mit einem 1er Haken, habe hier ganz simpel nur die Pop-Up-Montage verwendet mit Mais und ja, habe jetzt gerade die Veränderung gemacht eben auf dem 1-0er Haken. Wie weit werfe ich hier raus? Na, ich würde sagen so bis zu dieser Spitze hier vorne. Ich habe gerade mal so auf 15 Meter geklippt, wobei der Clip gar nicht so zwingend notwendig ist. Ich verwende bis jetzt keine Futtermische. Einfach blank rein. Einfach rein damit und testen. Und ich würde sagen, wir werfen auch hier nochmal eben kurz unsere Route aus zum Untergrundscan. Ich werfe die mal so auf 18 Meter. Und dann ziehen wir die hier mal langsam durch. Und gucken mal, wie der Untergrund hier aussieht. Lehmige Struktur. Lehmiger Untergrund. Lehmig, lehmig, lehmig. Also weder sandig noch grasig, genau. Kies hatten wir ja auch ein bisschen weiter oben. Genau, einfach komplett alles lehmig. Das ist praktisch, denn die meisten Karpfenangler haben ihre Sets ja auch lehmig zusammengebaut. So habe ich das auch gemacht. Ich habe diesmal allerdings nicht die Karpfenruten verwendet, sondern die frisch gekauften West Hill Royal Fiederruten. Und hier zuppelt gerade die, oder wackelt gerade die Schrift. Das heißt, da ist irgendwo wieder was dran. Und da bimmelt auch schon der nächste. Die ziehen wir mal eben raus. Mir geht es gerade eigentlich nur darum, ein bisschen Frequenz zu haben. Und jetzt so langsam die Größe dann doch ein bisschen anzuheben. Also Frequenz war gerade schon wirklich gut. Gerade auch mit den Schuppenkarpfen in den Morgenstunden. Dann war zwischendurch war auch noch ein Wildkarpfen mit dabei. Auch das ist gar nicht schlecht. Aber jetzt geht es halt so ein bisschen darum, auch an Größe zu kommen. Vielleicht kombinieren wir hier einfach mal. Wir nehmen jetzt hier einfach mal das, nehmen wir hier den Kaviar. Fangen wir mal klein auch an mit 16 und 16. So, jetzt haben wir Boili und Kaviar und raus damit. Was vermute ich? Frequenz wird ein bisschen runtergehen. Wenn es dann reinrasselt, dann richtig. Das hoffe ich zumindest. Also, gucken wir nochmal weiter rein. So sieht das Setup gerade aus. Wie gesagt, die West Hill haben ja eine Tragfähigkeit von 30 Kilo. Deswegen hatte ich jetzt hier in dem Fall nicht die HSV genommen, die ich ja sonst für diese Fiederruten vorgesehen habe und mir auch extra gekauft habe. Ich bin jetzt hier bei den etwas dickeren Brocken oder eben auch mit der Chance auf dickere Brocken, wenn ich mir überlege, hier geht ein dicker Fetter Marmor rein oder Wildkarpfen. Da bin ich dann noch froh, dass ich schon die Tagaras hier rumliegen habe. Also Tagara drauf, 32 Kilo Schnur, 27 Kilo Ledcore und Vorfach. Jetzt den 1-0er Haken mit Mais und Dip. That's it. Und guck mal da. Gerade erst ausgeworfen, sofort Reaktion. Das ist doch mal nicht schlecht. Das heißt für mich, ich baue gleich alle anderen direkt so um.
Zack. Ist jetzt nicht wesentlich größer. Aber wenn die, wenn das der Durchschnitt dann ist, das heißt, wir haben den Durchschnitt von 3 auf 6 Kilo verdoppelt, ist das doch nicht schlecht. Also direkt umbauen. Auch hier auf Kaviar. Kaviar. Ich bin noch auf den 16er. Hier machen wir mal rot. Den roten Mais. Links war der gelbe Mais. Übrigens hatte ich hier gerade auch schon getestet. Als erstes noch mit rausgeschmissen. Alge. Alge hat nicht so gut funktioniert. Am Abend bzw. in der Nacht war es dann noch der Tauwurm. Auch da hat nichts funktioniert. Was ich mir vorstellen könnte, wenn ihr noch nicht mit Pop-Up oder sowas unterwegs seid, vielleicht einfach mal mit der Kartoffel auch hier testen oder Kohlblatt. Durchaus mal probieren hier an der Stelle. Und hier gehen wir auch nochmal auf... Weißt du, was wir hier machen? Hier machen wir Doppel-Maiskette. Testen wir das mal so. Doppel-Maiskette. Genau. Und auch das raus damit. So. Drei unterschiedliche neue Varianten. Ja, im Großen und Ganzen, ich bin damit schon echt ganz zufrieden. Kann sich doch sehen lassen. Gar nicht verkehrt. Wie gesagt, auch hier der Wildkarpfen da unten mit 5,6 Kilo. 3, 4 Kilo die ganzen Schuppis. Zwischendurch, klar, auch mal ein bisschen was Kleines. Karauschen und Giebel und so. Aber jetzt auch hier geht es halt mit den Schuppis wieder los. Und in Gänze von der Frequenz her passt das schon ganz gut. Und wie gesagt, dafür, dass es hier auch ohne Futtermische ist, einfach mal so blank getestet, sowieso. Und da zuppelt es auch schon wieder los. Gar nicht schlecht. Ja, der Test bisher, ich habe jetzt ja auch schon in den letzten Tagen viel rumprobiert hier mit den neuen Routen. Ich habe sie tatsächlich noch nicht einmal hart am Limit gehabt. Ich hatte zwar auch schon, ich sag mal, ganz vernünftigen Amur da drauf, aber dass ich sage, okay, die sind jetzt mal wirklich am Limit oder irgendwie am Glühen. Nee, das bisher noch nicht. Oh, danke. Dankeschön fürs Follow. Schön ins Video reingemogelt. Gut gemacht. ja, aber ich bin halt noch gespannt. Ich bin gespannt. Vor allem bin ich eben gespannt an einer Stelle, wo es wirklich um Frequenz geht. Denn da sollen sie ja eigentlich ihren Vorteil eigentlich herauskitzeln sozusagen. Plus 10% soll ja eigentlich auch mitbewirken, eine nochmal höhere Frequenz. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon hier der Punkt ist, dass es hier schon so gut zubbelt und guckt es dir an und es zubbelt und es zubbelt. Also wir sind jetzt hier auf ganz klassisch Pop-Up Mais mit Pop-Up Boily. Hier muss ich schon dran, da zieht schon einer ein bisschen weg, bevor die anderen gleichzeitig auch unten sind. Und ich bin, ja, guck mal, da ist aber wieder was Kleineres dran, trotz größerer Partikel. Ich bin noch nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich könnte natürlich einfach die Futtermische hier oder irgendeine Futtermische reinballern. Aber dann würde ich mir ja den Spot verfälschen und ich würde ja auch gerne erstmal sehen, was alles hier reingeht. Theoretisch einfach eine Standard-Karpfenmische. Standard-Karpfenmische sollte auch durchaus funktionieren. Marmorkarpfen auch wieder. Aber wie gesagt, jetzt so zum Testen und Ausprobieren bin ich damit doch schon ganz zufrieden. Ja, die Abendstunden zuppeln jetzt hier nochmal schön rein. Und ich werde auch gleich nochmal die Nacht weiter ausprobieren. Bin ich sehr gespannt. Zack, guck's dir an. Also jetzt auch in den Abendstunden geht es wieder langsam los. Bisher tatsächlich noch keine große Verbesserung am Gewicht. Vielleicht kennst du ja hier die ein oder andere gute Futtermische auch, die sehr gut hier für Marmorkarpfen funktioniert. Gerne auch unten mit in die Kommentare reinschreiben. Das hilft dann auch anderen, die hier diesen Spot ausprobieren. Ja, wie gesagt, ansonsten einfach hier komplett auf Schuppenkarpfen gehen. Auch, wie gesagt, gerne mit der Kartoffel und Co. Ich gucke natürlich gleich nochmal in den Kescher rein, inwieweit sich das Ganze gelohnt hat. Ich würde sagen, ich mache die Stunde mal voll. Ja, die machen wir noch voll. Und dann schauen wir mal, was das Ganze denn gebracht hat. Also, die Stunde ist rum. Die Nacht fängt an oder ist schon im Gange. Und es wurde tatsächlich zum Abend hin jetzt immer weniger. Was
haben wir denn jetzt hier in dieser einen Stunde 176 Silber? Ist das okay? Ich finde, es ist komplett okay, wenn man hier von vornherein mit dickeren Haken und etwas dickerem Setup rangeht. Und ich würde sagen, zwei Nuller-Haken vielleicht sogar und auch ruhig mit etwas größeren Boilies, dann sollte da auch ein bisschen dickerer Fisch reingehen. Wenn ihr das Ganze geholfen hat, dann gerne den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.